So, heute gibt es leider keine Folge von meinem Podcast, dafür aber ein Tutorial, was allen hilft, die ja sich auch als Vorjahressatz, wahrscheinlich als Vorjahressatz, als Neujahrsvorsatz genommen haben, mehr Social Media Content zu posten oder allgemein mehr Inhalte ja, im Internet zu posten. Das Ding ist, ein Problem, was ich immer habe, ist konstant die Inhalte zu posten, weil man muss es ja auf Instagram zum Beispiel immer zu einem bestimmten Zeitpunkt machen und dann noch einen vernünftigen Text dazu haben und das Video direkt auf dem Handy haben und all so ein Kram. Und das auf täglicher Basis wirklich konstant durchzuhalten, ist natürlich super aufwendig. So, damit dieses Problem aber auch bewältigbar ist, gibt es ganz tolle Tools. Und zwar zeige ich euch die mal. Und zwar gibt es einmal Buffer. Was ist Buffer? Buffer ist ein Tool, mit dem man, ja, wie kann man das sagen, einfach seine Posts vorplanen kann. Und bei Buffer geht das für Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter und LinkedIn. Wobei LinkedIn-Videos funktionieren da nicht so gut. Da müsste man gucken, dass man es dann vielleicht über HubSpot oder so macht. Wenn ihr euch da registriert habt, dann könnt ihr bis zu 10 Posts vorplanen und dann werden die automatisch für euch gepostet. Das Schöne an Buffer ist, die können auch Videos posten. Bei later.com zum Beispiel ist das was anderes. Da kann man in der Free-Version nur Bilder gratis posten. Das heißt, ich würde euch empfehlen, falls ihr auch Videos postet, macht die Videos über Buffer und dann die Fotos über Later. Weil bei Later könnt ihr bis zu 30 Bilder vorplanen, bei Buffer bis zu 10. Dementsprechend könnt ihr damit dann ja den ganzen Bedarf, Content-Bedarf decken, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen. Das ist so, wie ich das erstmal mache. Na klar, es ist schön, wenn man später das Geld hat, dass man dann auch alles auf einer Plattform hat und dann auch noch andere Funktionen nutzen kann. Aber welche dann am sinnvollsten ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber für die Free-Version kann ich euch raten, buffer.com und later.com. Es gibt noch ganz viele andere Versionen und ganz viele andere Seiten und wie auch immer. Da gibt es viele Tools, mit denen man das machen kann. Aber ja, mit denen mache ich es aktuell und es funktioniert damit für mich am besten und am einfachsten. Ich zeige euch einfach mal, wie ihr das Ganze dann benutzt. Ihr wählt einen Timeslot aus, zum Beispiel morgen 12.59 Uhr. Das ist erstmal egal mit der Uhrzeit. Dann macht ihr hier euren Post. Das heißt, hier wählt ihr das Video aus, was ihr posten wollt. Dann wird es hier hochgeladen. Dann schreibt ihr hier eure Beschreibung. Hier gibt es Emojis, alternativ emojikopieren.de. Da könnt ihr es einfach per Copy and Paste euch rüber kopieren. So, oder mit rechter Maustaste einfügen. Geht natürlich auch. Letzte Variante Emojis. Und dann könnt ihr hier Emojis verwenden. Ansonsten auch nach was suchen. Sagen wir irgendwie, wir wollen einen Bus. Dann kriegt ihr hier direkt ein Bus-Emoji und fertig ist. Also super easy. Und hier schreibt ihr die Location. Wenn ihr den Pro-Account habt, könnt ihr auch ein First Comment machen. Das bedeutet, wenn ihr eure Hashtags nicht gerne unten in der Beschreibung habt, so wie ich das jetzt zum Beispiel habe, ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Das wäre hier unten oder, das war ein schlechtes Beispiel, hier. Wenn ihr den nicht da haben wollt, sondern als Blog in den Kommentaren, dann könnt ihr das darüber machen, aber es nimmt sich im Endeffekt nichts, deswegen ist es für mich auf jeden Fall auch nicht das Geld wert, da abzugraden, nur für diese Funktion. Hier habt ihr die Location und als letztes dann, wann es gepostet werden soll. Hier habt ihr den Kalender, ihr könnt den Tag auswählen. Bei Switch to Custom Time könnt ihr dann selber auswählen, wie viel Uhr das gepostet wird. Guckt dafür einfach in eure Insta Analytics. Bei mir ist die optimale Postzeit zwischen 20 und 21 Uhr, deswegen mache ich es immer so 8 Uhr irgendwas. Zeitzone bitte beachten. Standardmäßig steht die auf London, soweit ich weiß. Lässt sich ganz einfach in den Einstellungen einstellen. Das ist dann hier oben irgendwo. Dann wählt ihr es aus. Wenn es fertig verarbeitet ist, könnt ihr dann einfach auf Schedule Post klicken und fertig ist. So einfach geht das und dann postet er für euch komplett automatisch. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt was gelernt. Und ich hoffe, dass ein paar von euch das Ganze auch mal ausprobieren werden, um damit mehr Freiheit zu kriegen bei ihrem Content. Weil ich selber kenne es gut genug, dass ich einfach oft nicht dran denke. Oder wenn ich dran denke, dann die Panik habe, oh scheiße, jetzt muss ich noch einen Text schreiben oder wie auch immer. Und so sitzt ihr euch einfach 1-2 Stunden hin die Woche und dann habt ihr für eine Woche eure Social Media Posts ready. Dementsprechend guckt es euch auf jeden Fall an. Viel Erfolg beim Content raushauen und schreibt doch einfach mal, ob ihr mehr Tutorials haben wollt und wenn ja, was für welche. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt und ihr ganz neu hier seid, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Bei mir gibt es einen Podcast, in dem ich Filmemacher, Fotografen und Marketer und alle, die ich spannend finde, interviewe. Ist noch ganz neu, die nächste Folge gibt es dann nächsten Montag und ansonsten gibt es in Zukunft auch ein paar Tutorials. Also haut rein und bis demnächst.